Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Ja, wir spielen das gerade frisch rausgekommene JRPG I Am Setsuna. Ja, das ist ein Spiel, das den klassischen JRPG-Stil also beibehalten hat und eine Hommage an den ganzen alten Spiele ist. Es erinnert sehr stark an Grandia 2 oder Grandia allgemein, an die alten Final Fantasy Teile 7 und 6 und das Ganze. Ja, es geht um ein Mädchen, das wir beschützen müssen und so Final Fantasy X mäßig, das sich selbst opfert, um die Menschheit zu, naja, retten und zu befreien. Und wir müssen sie halt auf den Weg zu dieser finalen Opferung, naja, begleiten und werden sie wohl auch leider ein bisschen näher kennenlernen und als Freundin wohl gewinnen. Und ja, man kennt es, wie es bei Final Fantasy ausgegangen ist. Ich würde mal sagen, wir fressen jetzt einfach mal Any Key. Zup. Und fangen einfach ein neues Spiel an und wir sehen einfach mal, wo wir jetzt einfach landen werden. Do you want to turn on in-game voices? Ja, das Spiel ist leider komplett auf Englisch. Man hatte die Wahl zwischen Englisch und Japanisch und, naja, Englisch halt. It seems you live up to the rumors. A natural mercenary. Or perhaps my own skills as a mercenary simply grow weak. Ich könnte das natürlich auch übersetzen, ne? Also, ich glaube, ich übersetze das mal. Ich bin Habsbär. Ich werde mit dir auf dieser Mission zusammenarbeiten. Wie ist dein Name? Wollen wir den Namen Endias behalten? Ja, einfach weil storytechnisch der Name schon vorgegeben ist, würde ich mal sagen, ja. Wir sind Endir. Entschuldigung. Confirm. Do you want to use the name? Ja. Schön, mit dir zu arbeiten, Endir. Unsere Mission ist es, eine verschwundene junge Frau, die von Monstern gekidnappt wurde, wiederzufinden. Dein Job ist es, alle umstehenden Monster, die uns auf dem Weg begegnen, naja, zu töten. Wenn das erledigt ist, werde ich mit dem Mädchen zurück zu unserem Auftraggeber zurückkehren. Natürlich, wenn dieses Mädchen noch am Leben ist. Lass uns anfangen. Bist du bereit? Musst du nachfragen? Wie sieht's mit dir aus? Haha, du trödel nicht herum, Endir. Natürlich bin ich bereit. Natürlich, ich werde mich an keinen Kampf beteiligen, es sei denn, es ist absolut notwendig. Ich warte auf eine gute Chance für meine, naja, für meine Fähigkeiten. Komm schon, lass uns gehen. Ja, wir sind also Endir und wir müssen jetzt gerade ein kleines Mädchen befreien, was... Naja, oh schön, wie der Schnee hier einfach, wie wir den Schnee einfach weglaufen. Sehr hübsch. Wir müssen ein kleines Mädchen befreien, was von Monstern wohl entführt worden ist. Und wir haben wohl nicht gewusst, dass wir einen Partner haben. Ich finde das schön mit dem Schnee. Es wirkt gerade sehr sommerlich. Besonders jetzt zu der sommerlichen Zeit. Ich spiele leider... Das ist doch kein Monster, oder? Also wenn das ein Monster ist, ne? Das ist ein Pinguin. Das ist ein süßer, kleiner, verspielter Pinguin. Das werde ich nicht angreifen. Das ist ein Pinguin. Es sieht aus, als haben wir deren Territorium betreten. Oh ja, das Pinguin-Territorium. Es ist Zeit, an die Arbeit zu gehen. Bist du bereit? Warte. Unglücklicherweise, ich glaube nicht, dass das Monster Zeit hat zu warten. Es ist Panifu, weiß ich gar nicht, was das heißt, aber es ist zu vorsichtig. Wenn du an ihn herankommst, ohne dass es dich bemerkt, darfst du als erstes zuschlagen. Okay. When you move within a central distance of monsters, battle will begin. If you approach monsters from the front, they will enter guard mode.
However, if you approach them from behind, their guide will be down. You will then start the battle with full ATB and SP gauges, allowing you to make a pre-mating attack. Okay, also von hinten angreifen, dann dürfen wir als erstes angreifen und von vorne, dann ist es halt ein normaler Kampf. In Kämpfen ist die Taktik alles. Bleib ruhig und lass dir Zeit. Activate Time Battle. Once battle begins, your character activate Time Battle. Gauge which are displayed at the bottom of the screen will start to fill up. Once on of your character goggles is full, his or her command list will be displayed. Select a command and target. Achso, also erstmal muss ich das da unten aufbauen. Sobald sich das aufgebaut hat, können wir halt entweder Attacke, Technik oder Item nutzen. Das ist natürlich auch sehr anders. Kenne ich so noch nicht. When more than one character has full ATB calc, you can press the left or right direction button. Achso, okay. Leider spiele ich derzeit noch mit Tastatur und nicht mit, Gamepad, weil das Gamepad ist bei der Umräumaktion irgendwie verschwunden gegangen. Ich glaube, das liegt im Keller. Also aren't displaying on the screen monsters has... Achso, die haben das auch und wir haben das. Okay, ja. Natürlich, ich bin sicher, dass du das alles bis jetzt schon weißt. Es kommt! Pengi! Nein! Oh, ich will das Pengi nicht zusammenschlagen. Das ist echt fies. Wieder Attack. Tata. Stirb, Pinguin, stirb! Ich möchte am liebsten eigentlich auch rumlaufen, muss ich sagen. Wir haben das Pinguin besiegt. Und es ist noch sehr laut, die Musik, muss ich sagen. Ich muss es selbst mal bei mir runterdrehen. So, jetzt müsste das hoffentlich eher gehen. Wir haben 4 EXP bekommen. Und einen Pinguinschatz. Endlich haben wir einen Pinguinschatz. Das wollte ich schon immer. Den versteckten Pinguinschatz. Du weißt offensichtlich, was du tust. Wir sind fürs Erste sicher. Lass uns vorangehen. Renn doch nicht. Okay. Dann gehen wir mal voran. Also ich vermute mal hier hoch ist voran. Noch ein Pinguin. Nein, 2. Da sind noch mehr von denen. Mann. Benutze die Technik, um... Ja, gegen alle auf einmal. Du hast... spirituelle Steine bei dir, ich glaube. Spirituell, was? You mean to say you have never... Hast du noch nie irgendwelche spirituellen Steine benutzt? Was für ein Talent you must possess? Aha. Einen Windstein oder Wind bekommen. Technik. Equipping Spirit allows you to use... Wenn du das jetzt ausrüstest, dann kannst du Techniken verwenden. Probier den Stein nochmal aus. Spirits are stones that are imbued with magical energy. Equipping them allow your character to obtain a wide range of powers. There are two types of spirits. Command Spirit Knit allow your character to use different techniques between doing battle and from the tech menu will support Spirit Knit grant effects that occur automatically during battle. Okay. Just having it in our permission is not enough. Aber nur in deinem Besitz zu haben ist nicht genug. Du musst ihn auch noch benutzen oder ausrüsten. Spiritness. All Spiritness. Cyclone. Enable use Cyclone. Offer a wide attack range and can also knock back enemies. Okay. Nutzen wir das doch mal. Do you want to exit? Ja. Ja, nee, so nicht. Was war das denn? Ja, das war ja auch was. Ich dachte, exit aus dem Menü. So, da sind wir jetzt wieder im Kampf. Ich habe noch nicht so ganz herausgefunden, wie die ganze... Benutzen wir doch gleich erstmal das. Wie die ganze, naja... Sehr schön. Aua. Wie die ganze Steuerung funktioniert. Das ist noch alles ein bisschen schwierig. So, wir dürfen wieder. Technik. Zyklon. Wieder auf den. Zack. Exact Kill. Sehr schön.
8% haben wir jetzt auch erhalten. Majestätik Quest, Material und wieder Pinguinschatz. Gut gemacht. Los, lass uns beeilen. Sie wurde also vom Pinguin entführt. Was ist das? A glowing ring of light. You can sense a faint magical energy and tame from inside it. Okay. Was ist los? Was ist das? Was ist was? Sense the presence of monsters further inside the wood. Spürst du die Präsenz eines Monsters im Wald? Und ist das mehr Grund, sich zu beeilen? Was ist denn das? Er sieht es nicht. Ach, Save Points sind das. Aha. Save Points. Dann laufen wir da mal rein, wa? Do you want to save the progress? Ja. New Data. Oha. Ist das jetzt gespeichert? Ja, ist gespeichert. Gut. K ist Cancel. Okay. K wie Cancel. Oh. Oha. Tschu. Sie atmet zum Glück noch. Aber nicht mehr lange bei diesem Start. Oh Gott. Oh nein, ein Yeti. Noch so einer. Und der ist wesentlich stärker als die anderen. Es sieht so aus, als... It doesn't look like well we're getting out of... Es sieht nicht danach aus, als ob wir hier lebend rauskommen, ohne es zu bekämpfen. Egal wie stark wir sind, jeder Gegner hat seinen Moment der Schwäche. Du musst auf diesen Moment warten, okay? Momentum Mode, okay. When a character ATB Garg is full, but you haven't yet selected a command, the around SP special power, Garg to the right will start to fill up. It will also be filled when your character perform action or take damage. Once it's full, it will flash and one SP point will appear at the top. The Garg will then be reset and will start to fill up from the bottom once more. The maximum number of SP points is 3. When a character has at least one SP point, you can choose to trigger momentum mode to add various additional effects to attack and techniques. Just as one of your character performs an action, a light will appear above them and pressing the hey key at the moment will trigger momentum mode. Okay. Momentum mode effect. Triggering momentum mode will add various additional effects to your attacks and combos. Triggering it when attacking will add additional... Das probieren wir mal aus. Du hast nur hast noch ein bisschen Arbeit vor dir, um dich darum... Ich zähle auf dich. Okay. Wir werden das hinbekommen. Warte. Wir warten einfach ab. Wir warten einfach mal ab. Ich warte mal diesen Momentum... Mode ab. Aber wir lassen uns noch ein bisschen zusammenschlagen von ihm. So, und jetzt nutzen wir die Technik. Hat das jetzt was gebracht? Nee. Das war wohl nichts, wa, mein Freund? Ach ja, ich muss H drücken. Ja, stimmt, ich muss H drücken. Hab ich vergessen. Ich bin nicht so der Schnelle. Yay, mit Damage dazu. Jetzt haben wir ihn betäubt. Aua, okay, wir kriegen hier langsam richtig Damage. Genau, und sehr schön, Momentum Kill. 51 EP bekommen und Level Up gegangen, sehr schön. Also gleich nach dem Angriff H drücken. Honey Bamboo Shot. Das klingt nach einem Schnaps. Was? Du musst dich nicht beeilen. Wir sind hier, um dir zu helfen. Um mir zu helfen? Das Monster, wo ist das Monster? Keine Sorge, er hat sich drum gekümmert. Oh, so, ich bin sicher? Danke. Aber warum?
Das ist unser Job. Euer Job? Ja, das ist richtig. Wir sind auch vor allem eine Gruppe von Leuten, die sich die Mercenaries nennt. Wir sind hierher gekommen, weil dein Vater uns angeheuert hat. Ah, ich verstehe. Dankeschön. Ich werde euch bald wiedersehen. Danke, Gottness. Also, dank Gott. Thank goodness. Ja, ist schwer zu übersetzen. Thank goodness? Gott sei Dank, so rum. Danke, danke schön. Nimm das, Endir. Du bekommst 5000 Geld von Haspa. Das ist dein Anteil. Nun denn, es ist Zeit für uns, dass wir uns wieder trennen, Endir. Ich werde das Mädchen jetzt zu ihrem Vater bringen. Pass auf dich auf, Endir. Und wir haben die ganze Arbeit gemacht. Natürlich. Und er heimst den Router. Erzähl mir, Endir. Wie lange wolltest du bei dieser Arbeit bleiben? Bis ich sterbe? Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Du bist so stark, Endir. Selbst für schwierige Entscheidungen. Are forced up in you. I am sure you will. Okay, das kann ich nicht übersetzen. Bitte nutze deine Zeit. Okay, wir müssen irgendwelche schwierigen Entscheidungen treffen und wir sollen unsere Zeit nutzen. Irgendwie so vermute ich mal. Wer ist das? Be on your guard. Entspann dich. Ich bin kein Feind. Wenn ich ein Feind wäre, hätte ich dich schon längst von hinten angegriffen, oder nicht? Nicht, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, einen Schwertkämpfer wie dich zu besiegen, natürlich. Ich habe von deinen Fähigkeiten gehört, Endir. Ich habe eine Mission, auf die ich dich gerne... Naja, dass du mich damit begleitest. Was ist das für eine Mission? Das ist... Du bist genauso wie die... Naja. Humors ist die... Komm nicht auf das Wort. Humors sagen. Geschichten. An der Küste des Hauptlandes ist eine kleine Insel. Auf dieser kleinen Insel ist ein kleines Dorf. In diesem Dorf ist ein kleines, ist ein junges Mädchen, das gerade 18 wird. Meine Mission ist für dich, Endir. Diese Mission. Sie zu töten. Was? Ich kann doch kein kleines 18-jähriges Mädchen töten. I am Setsuna. Just off the small coast of the island. Da ist eine kleine Insel mit einem Ei. An der Küste des Hauptlandes ist eine kleine Insel mit einem kleinen Dorf. In diesem Dorf ist ein junges Mädchen, das gerade 18 wird.
Deine Mission, Endir, ist es, sie zu töten. Die Dorfbewohner, mit denen ich sprach, know as Satifice. Alle 10 Jahre ein Satifice ist, glaube ich, ein Opfer wird ausgewählt und wird auf eine lange Reise in das hintere oder in das letzte Land, beordert. Nicht lange danach, das junge Mädchen wird, muss sich entscheiden, selbst ein Opfer zu werden. It is she who is Jutta und es ist genau die, die du, treffen sollst. Ist genau dein Ziel. Wir werden bald ankommen at Knife Island, Sir.